Rote Rosenvorschau für Folge 3223. Mona ist vor den Kopf gestoßen, als Tatjana von ihr fordert, die Stadt zu verlassen. Doch Sarahs Appell und ein unbeschwerter Nachmittag mit Jens erinnern Mona daran, wie schön ihre Heimatstadt ist. Selbstbewusst verkündet sie Tatjana, dass sie in Lüneburg bleiben wird. Nach dem Angelausflug an Saschas Geburtstag bekommt Andreas Hoffnung, die Beziehung mit Tatjana retten zu können. Sie zieht ihm den Zahn prompt. Doch Sascha scheint an der Lebenslüge seines Vaters zu zerbrechen. Britta ist empört, wie cool Hendrik mit dem vermeintlichen sexuellen Übergriff auf Sarah umgeht. Und fällt aus allen Wolken, als die ihr klar macht, dass sie es war, die Hendrik verführt hat. Lilly freut sich auf ihre Geburtstagsparty, doch keiner will kommen. Nicht einmal der tolle Joe, als Gunther mit David ansitzt, um einen streunenden Wolf zu betäuben und mit Ballsende auszustatten, erwischt der Statt des wilden Tieres den joggenden Thomas,